Hallo und herzlich willkommen zurück beim Mysteriotablette mit eurem Rockborg und Resident Evil 7. Wir suchen immer noch einen Arm. Und zwar brauchen wir den, um das Serum herzustellen. Zoe hat einen Kopf, wir suchen den Arm. Und zusammen mixen wir was Tolles, um unsere Freunde zu retten. Und Zoe natürlich. Jetzt ist die Sache die, dass wir diese Laterne so gesehen brauchen von der Mutter, die sich komischerweise irgendwie in eine Spinne verwandelt hat oder sowas ähnliches. Die hat irgendwie einen ganz langen Arm, der irgendwie die Laterne da gemopst hatte. Und der bin ich hinterhergelaufen und der führt uns erstmal wieder zurück hierher. Ja, und jetzt müssen wir erstmal in ein altes, anderes Haus wieder, um nachzugucken, ob sie vielleicht da ist. Mal sehen. Ach Gott, wie viele Häuser hat das Ding denn hier noch? Also hier sind irgendwie zwei Aufgänge. Einmal da, einmal da. Noch ein Schatzfoto. Irgendwo am Klo, okay. Kann ich das Objekt wegwerfen? So, gucken, ob wir nachher... Würmer, ich glaube, hier sind wir richtig. Okay, ich glaube, hier sind wir sehr richtig. Was ist das? Spaltmittel. Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen? Ah. Festbrennstoff. Oh. Das ist auf alle Fälle wichtig. Kraut. War ja klar. Und schon haben wir das Problem, dass auch das voll ist. Ich hau jetzt das Foto mal weg. So. Wer weiß, wann wir das nochmal brauchen. Übrigens, oben links seht ihr, ne? Margaret besiegen und die Laterne nehmen. Holy moly, sage ich nur. Das wird jetzt richtig, richtig übel wahrscheinlich. Oh mein Gott. Gibt hier auch keinen anderen Weg. Sind ja schon wieder irgendwo Viecher am Start. Oh, das mag ich ja.
Tabletten. Vielleicht sollte ich die mal nehmen. Flintenmunition. Und starke Flüssigkeit. Flüssigkeiten. So, dann können wir gleich mal gucken. Aha. Okay, dafür brauchen wir die andere Flüssigkeit. Tja, okay. Müssen wir wohl nach oben? Haben wir jetzt alles eigentlich? Soweit. Machen wir die Knarre. Himmel. Oh mein Gott. Holy shit. Wo ist mein Flammenwerfer? Da ist mein Flammenwerfer. Oh mein Gott, hier liegt bestimmt nicht umsonst so viel Munition rum. Die Tante ist ja irre. Hab dich. Wow! Wow! Alter Schwede. Oh mein Gott. In den Arsch, Alter, in den Arsch. Oh. Was machten die da? Wow. Oh. Ah, du Bitch. Ah! Ah! Wow!
Oh Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Nein, 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 nein! Läuft irgendwie so gar nicht. Margaret setzt manchmal weitere Käfer frei, wenn sie sich außer Sichtweite ist. Okay. Solange ihre Nester intakt sind, werden ständig neue Insekten auftauchen und schießen sie Insektennester von Wänden und Decken. Aha. Okay, du blöde Kuh. Da tropft's schon runter. Nochmal nachladen. 3 ist Flinte, 2 ist Waffe, okay. Na komm her, du blöde Kuh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aua! Entschuldigung.
geschafft! Ach, du dreckige Schlampe, ich hab dir... Oh, geil, Alter. Du bist eine blöde Schlampe. Oh, geil. Oh, ich hab gedacht, das geht hier ewig, ey. Himmel, Herrgott. Oh. Läuft bei uns. Läuft bei uns, Mann. Ja. Geil. Bitch, Alter. Komm mal her. Oh. Yes, es, man. Yes, es. Holy shit. Okay. Ein bisschen angeschlagen auf alle Fälle. Sollte man Kraut nehmen. Flop sieht gut aus. So, jetzt können wir die Laterne nicht mitnehmen. Läuft. Läuft, 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 läuft. Aber ganz ehrlich, flüssige Chemie. So. Können das hier auf alle Fälle nochmal benutzen, um irgendwie noch was zu finden. Laterne. Yes. Pistolen, Munition. Da ist noch was. Was war das? Ah, das war eine Dose, okay. Und da ist noch was. Noch eine Dose. Sowas findet man alles im Nachhinein. Ist eigentlich so lustig. Ach, das waren die Pillen, okay. War ja noch mehr. Mal noch das Tor. Oh, nice. Ach, noch eine Dose. Cool. Warte mal, wir müssen ja unten eine Toilette finden, wa? Fällt mir gerade mal ein. Da war doch irgendwo ein Schatz versteckt. War hier noch auf dem Klo? Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich mit dem Flammenwerfer irgendwie sicherer. Was für eine Hütte, wa? Was für eine Hütte. Da ist noch ein Klo. Ich sehe nichts. I see nothing. Ah ja, okay. Hauptsache ich habe einen Flammenwerfer. Schon mal viel wert, finde ich. Jetzt gehen wir noch durch die Tür. Haben wir alles nachgeladen? Nicht, dass da draußen jetzt der Horror auf uns wartet. Intrige. Alter Schwede. So. Oder hat's gerade geruckelt? Und wieder geruckelt, jetzt passiert irgendwas. Oder? Okay.
Okay, hier ist auch nichts. Ich hätte Foto vielleicht doch nicht wegschmeißen sollen. Ich geb's zu, war mein Fehler. Ich gebe es ja zu. Und Zoe ist noch nicht da. Okidoki. Tja, Leute, das war wieder eine spannende Folge von Resident Evil 7. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir waren ja eigentlich ganz gut dabei. Klar, wir sind einmal gestorben, aber gut, mein Gott. Ist ja ein Spiel, da kann man sterben. Und beim zweiten Mal haben wir es ja, glaube ich, auch besser gemacht. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt der zweite Endgegner, sage ich jetzt mal, der uns da begegnet. Das ist einmal der Daddy, jetzt einmal die Mami. Und ja, ich freue mich schon riesig auf den Sohn. Wer weiß, was der noch so alles im Petto hat. Vielleicht Hunde, Wölfe, Krokodile, Affen, so welche Killeraffen oder was, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dann warten ja auch noch Zoe und Mia auf uns. Mia, wir wissen, sie ist ein bisschen pissig, aber so als zweite Persönlichkeit ist ein bisschen krass, aber gut. Wir werden ja sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht können wir sie ja irgendwie heilen und wenn nicht, lassen wir sie einfach hier und hauen ab. Also, bis dann. Tschüss.